Hallo und herzlich willkommen zu Teardown. Ja, der eine oder andere wird es vielleicht kennen. Ist ein cooles Spiel, keine Frage. Hier gibt's, kann man Campaign spielen und Challenges und all so ein Scheiß. Aber ganz ehrlich, eigentlich interessiert mich das gar nicht. Mich interessiert das Spiel eigentlich nur, um damit Faxen zu machen. Und da wollte ich euch heute mal zu mitnehmen. Das heißt, das wird auch kein Let's Play, sondern ich werde da was zusammenschneiden. Und zwar habe ich mir heute was vorgenommen. So, wir sind hier in Frustrum. Wo auch immer. Wer das Spiel nicht kennt, ja, das sieht jetzt erstmal ein bisschen. Viele würden vielleicht sagen, Kacke. Das sieht Kacke aus. Ja. Du kannst hier. Ich kann hier Auto fahren und all so ein Scheiß, ne? Jedes beschissene Auto und so, was hier rumsteht, kann ich fahren. Ich kann den Bagger fahren. Ich kann alles fahren, ja? Ich kann ja alles. Das Coolste an dem Spiel, finde ich eigentlich, ist. Ich zeige das mal eben. Ist die Simulation von Feuer. Also die Simulation von Feuer ist einfach unglaublich. Darum wird es heute aber auch nicht gehen. Nur für die, die das nicht kennen, habe ich mal den Laden hier angesteckt. Wir lassen den einfach mal. Wir lassen mal den Laden hier. Ich mache mal eben Platz hier. Du siehst, das ist jetzt quasi alles zerstörbar. Und heute geht es um dieses Hotel hier. Ich zeige euch das mal. Dass wir uns das mal einmal kurz angucken. Das ist hier das Grand Hotel. Kann man von hier aus wahrscheinlich besser lesen. Ja, hier, Grand Hotel, ne? Grand Hotel. Ein schönes, niedliches Hotel. Kann man überall reingehen. Kann man sich ein bisschen umgucken. So. Wie gesagt, ich gehe heute nicht darauf ein, was man hier so, was für Missionen das gibt und all sowas. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dieses Hotel hier ist schon sehr alt. Ja. Und das soll abgerissen werden. Und mein Traumjob, schon immer mein Traumjob, ja. Sprengmeister, ja. Ich glaube, ich bin da auch einfach gut drin. Worum geht es bei einem Sprengmeister? Es geht darum, dass umliegende Gebäude nicht beschädigt werden. Menschen halt nicht zu Schaden kommen. Und so weiter und so weiter. Und ich bin sicher, ich kriege das hin. Ja, ich bin bestimmt sicher, ich kriege das hin. Gucken wir mal, was das Häuschen da hinten macht. Oh oh. Und darum wird es heute gehen. Ich werde halt dieses Hotel sprengen. Da kommen wir gleich zu. Und ihr seht, was ich meine, oder? Also was Feuersimulation angeht, ist dieses Spiel einfach unglaublich. Also hab ich noch nirgendwo gesehen. Auch nur annähernd. Womit es halt auch Probleme hat, physiktechnisch gesehen, ist so die Integrität, sag ich mal. Also selbst der kleinste Zipfel reicht aus, um selbst größte Teile noch zu halten. Ich meine, das bröselt so genial ab alles. Hammer. Aber manchmal reicht halt so ein kleiner Zipfel, der hält ein komplettes Dach noch fest, bevor der durchgebrochen ist, abgeranzt ist. Sei es drum. Wir sehen uns gleich wieder.
Da werde ich dann nichts mehr erzählen. Da geht es nur noch um diese Hotelsprengung. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Und ich würde mich um ein Däumchen freuen. Ja, und wir gucken uns noch mal kurz das Hotel an, wie es so aussieht. Schönes Hotel, ne? Kann man nicht meckern. Dann würde ich sagen, bis gleich. Tschö. Noch eine kleine Info am Rande. Dadurch, dass hier gleich eine Menge passiert, werden wir teilweise unter ziemlichen Frame Drops leiden. Die bitte ich zu entschuldigen, aber das ist nun mal so. Also ich habe auch nicht den High-End-Rechner und so, ne? Ihr kennt das ja. Also teilweise werden die Frames wahrscheinlich mal kurzzeitig runtergehen auf 5 oder so. Keine Ahnung. Egal. Lass knacken. Das genau meine ich. Der Rechner hat gut zu tun. Wir werden uns das jetzt einfach mal noch aus einer anderen Perspektive angucken. Nein, wir werden uns das aus vielen anderen Perspektiven angucken. Es ist aber jedes Mal eine andere Sprengung. Also es wird nicht genau diese Sprengung sein, sondern es ist eine andere Sprengung. Die werden auch nicht irgendwie durch ein Zündkabel oder so ausgelöst, sondern tatsächlich werden die durch Feuer ausgelöst. Ist so ein bisschen tricky. Erkläre ich vielleicht ein andermal. Aber wir gucken mal weiter. Ihr seht, es zündelt und das, was jetzt passiert, ist total random. Ich lasse mal kurz mit dreifacher Geschwindigkeit laufen, weil das ist alles sehr zäh im Moment. Jo, und wie man unschwer erkennen kann, es sind auch quasi keinerlei Beschädigungen an dem Nachbarhaus, also nur ganz minimal. Und auch das andere Gebäude hat eigentlich nichts abgekriegt. Ich würde sagen, läuft. Das könnte ich eigentlich schon so als Bewerbungsvideo nehmen, oder? Ist ganz okay geworden. Das Tor hier, wahrscheinlich war das schon vorher mal beschädigt, schätze ich mal. Die Fenster sind doch alle ganz, guck mal. Mit dem Loch in dem Zug habe ich nichts zu tun. Also ich finde es okay. Jetzt mal das Ganze von der anderen Flussseite aus gesehen. Ihr könnt sehen, das zündelt schon gewaltig. Nun geht's los.
Da sind uns ein paar Brocken entgegengekommen, wa? Ich würde sagen, wir gucken uns mal ein bisschen um, was hier so alles kaputt gegangen ist. Dafür werde ich das Video wieder ein klein bisschen beschleunigen, weil sonst dauert das einfach zu lange. Das ist zu zäh jetzt. Ich mach mal schneller. Jo. Und ich glaube sogar, das Häuschen auf der anderen Flussseite hat diesmal ein klein bisschen was abgekriegt. Ja, ich glaube, da oben ist ein Loch. Gucken wir uns das mal von innen an, wie das aussieht. Naja, könnte sein, dass demnächst reinregnet. Weiß man nicht so genau. Ich schwimme mal hier rüber. Mal sehen, ob diesmal noch andere Sachen zu Bruch gegangen sind. Ja, und guck mal, da ist wieder eigentlich, bis natürlich auf das Hotel, haben wir hier kaum Beschädigungen. Nur ganz dezent. Sieht doch ganz gut aus. Und weil wir gesehen haben, dass es im Nachbarhaus ja eigentlich komplett sicher ist, stellen wir uns einfach mal diesmal hier unten rein. Ja, abermals eine perfekt verlaufende Sprengung, würde ich sagen. Also ist fast nichts passiert, oder? Gucken wir uns das mal nochmal von draußen an. Ja, ausgezeichnet. Perfekt. Lodert noch ein bisschen, kann passieren. Nichts kaputt gegangen. Also ich meine, da auf der anderen Flussseite ist quasi nichts kaputt gegangen. Siehste, passt doch. Ich mach mal auf zweifache Geschwindigkeit. Mal gucken, wie das wirkt. Ja, sah glaube ich nicht ganz so pelzig aus. Jetzt haben wir wieder normale Geschwindigkeit. Andere Perspektive, los. Ja, ich bin hier mal aufs Dach gestiegen, auf ein Nachbarhaus. Dafür musste ich zwar ein Loch ins Dach hämmern, weil ich nicht wusste, wie ich sonst hier raufkommen soll. Aber ich glaube, dieses Haus hat danach sowieso wieder andere Probleme. Ui, sah gut aus. War wieder mit 200%, also mit zweifacher Geschwindigkeit. Huch, da war noch ein Nachzügler, würde ich sagen. Gucken wir uns mal das Haus oder unser Häuschen an hier. Jo, wir haben wieder ein bisschen was an Dreck verursacht. Sind ein paar Brocken, fliegen ja auch manchmal etwas weiter.
Ja, guck. Ist fast nichts passiert, wie immer. Nuppel der Sprengmeister. Ausgezeichnet. Ich lasse jetzt mal kurz ein bisschen mit fünffacher Geschwindigkeit laufen. Da sieht man vielleicht ganz gut, was da so noch alles passiert. Und ja, was das Programmchen hier noch alles so zu berechnen hat. Denn vorbei ist es damit natürlich nicht. Wenn er da so noch rumkokelt, dann kann immer noch. Da ist quasi überall irgendwie Bewegung drin, ne? Ist schon sehr interessant. Dann würde ich sagen, nächste Perspektive. Ja, gehen wir mal wieder ein bisschen näher ran. Ist übrigens nicht so, dass mir hier nichts passieren kann. Kann durchaus, aber wir hoffen mal das Beste. War das etwa schon alles? Da müsste eigentlich noch mehr passieren. Jeden Moment. Das war jetzt wieder mit normaler Geschwindigkeit, also genau so, wie es mein Computer schafft. Oh, mir ist nichts passiert. Nice. Gucken wir mal rein in die Bude, wie das so von innen aussieht. Hoffentlich fällt nichts von der Decke. Ist dezent am Lodern hier. Jetzt mal in dreifach, mal gucken für den Effekt und so. Wow, ich glaube, so sah fast am coolsten aus, ja? Das sah ja fast original, Junge. Ach so, sorry. Und natürlich jung innen. So, und diesmal von der Brücke aus. Ich zeige euch mal kurz, wie ich da hinkomme. Ich habe da mal gerade was vorbereitet, damit ihr wisst, wie das geht. Das war jetzt mit dreifacher Geschwindigkeit. Wir stellen jetzt mal auf fünffach, weil, wie ihr seht, der Lümmel will in dem Fall einfach nicht zusammenbrechen, weil er an irgendeinem blöden Zipfel hängt, der ihn davon abhält. Aber ich glaube, dieser Zipfel ist aus Holz, weshalb er in der Sache der, ja, dem konnte halt nicht lange standhalten. Aber ihr seht, das reicht ein kleiner Zipfel. Soweit ist die Physik dann leider hier auch noch nicht. Aber ich kenn auch kein Programm, was es hinkriegt. Und physiktechnisch ist das ganz großes Kino, wie ich finde. Ja, was soll ich sagen? No risk, no fun.
Okay, ich habe die Bude gerade mal angezündet und lauf jetzt mal einfach mal ein bisschen weiter weg. Das läuft jetzt gerade mit zweifacher Geschwindigkeit. Wir gehen jetzt mal hier ganz hier hinten hin und stellen uns auf ein Dach und schauen uns mal an, wie das Ganze vom Weiten aussieht. Ah, da ganz hinten, da ist das Hotel. Schauen wir mal. Wow, das war mit dreifacher Geschwindigkeit und die Brocken sind ganz schön weit geflogen, wie wir hier sehen. Aber ich glaube, das Dach hat wieder mal gehalten. Jo, gucken wir uns das mal vom Nahen an. Hängt wieder am seidenen Faden. Irgendwo dran, da hinten. Bis das abgebrannt ist. Da diese kleine Fitzelchen. Und jetzt, ja, jetzt kippt es dann doch unter. Irgendwie witzig, ne? Aber irgendwie auch schade. So, jetzt nochmal schnell das Ganze von der anderen Seite aus gesehen. Quasi da, wo man in diesem Level anfangen würde. Ich mache wieder dreifache Geschwindigkeit. Jo, war jetzt gar nicht mal so spektakulär von hier aus gesehen, aber wie wir gesehen haben, die Brocken sind trotzdem wieder bis hier hingeflogen. Gut, dass die Tanke nicht hochgegangen ist. Und jetzt kommt noch mal so ein bisschen Bonusmaterial. In dem Fall werden wir einfach mal aufs Dach gehen von dem Hotel und mal gucken, ob wir das Ganze dort überleben. Ich habe hier auch wieder ein klein bisschen was vorbereitet, damit ich da überhaupt hochkomme. Einfach mal so einen kleinen Weg gebaut und ein kleines Loch ins Dach gehauen. Gezündet habe ich gerade schon. Gucken wir mal, was passiert. Ja, guck. Da soll noch mal einer sagen, meine Sprengungen wären nicht sicher. Das lief doch ausgezeichnet. Übrigens war das mit doppelter Geschwindigkeit in dem Fall. Ist es immer noch. Dann zum nächsten Bonus, diesmal von oben. Das sah doch auch ganz nice aus, oder? Und wir haben schon wieder überlebt. Oh, da hinten ist ein Loch im Dach. Das war ich nicht. Das war schon vorher. Mein Gott, die müssen auch mal wieder renovieren da vorne. Ja, dann habe ich hier noch mal was ganz anderes für euch. Für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, vielen Dank erstmal an der Stelle. Meine Überlegung war, ob ich es vielleicht auch überleben würde, wenn ich in dem Gebäude wäre. Die Dinge habe ich jetzt nur abgemacht, um ein bisschen Platz zu schaffen. Da vorne diese leuchtenden Teile, das sind übrigens die, ja, Sprengladung möchte ich nicht sagen, das ist einfach Nitroglycerin.
Und weil es einen Moment dauert, bis es losgeht, überspringe ich jetzt noch ein Stückchen. Ich suche irgendwie eine Ecke, die sicher scheint, aber ich glaube, die gibt es nicht. Da unten brennt's. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wäre total cool, wenn ihr mir noch ein Däumchen da lassen würdet, ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall ganz tolle, schöne Feiertage mit euren Lieben. Und falls ihr trotz Verbot an Silvester knallen wollt, dann seid bitte vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.